Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Ghost of Tsushima, der 20. Und wir machen natürlich jetzt in der Hauptstory weiter. Wir sollten ja irgendwie ein Werkzeug schmieden und ich denke mal, das wird jetzt der Teil hier sein. Also Hammer und Schmiedefeuer. Junos Bruder ist endlich in Sicherheit, aber wir mussten uns nach unserer Flucht trennen. Ich sollte sicher gehen. Punkt, Punkt, Punkt. Kann ich bestimmt weiterlesen, aber mag ich jetzt nicht. Jedenfalls geht es da weiter. Nein, markieren muss ich schon. Genau, dann schauen wir da mal hin. Ja. Hammer und Schmiedefeuer. Reise zur Stadt Komatsus Schmiede. Immer schön in die Richtung hier. Oh, hier ist schon wieder ein Vogel. Das wird die Festung hier sein. Ja. Das sieht ganz so aus, gell? Ja, wo ist denn jetzt der Vogel hier, Mädch? Ist er weg? Ich sehe nicht mehr. Ah, da. Zeigt mir da hoch, da komme ich jetzt aber nicht hoch. Komm mal zu. Juno und Taka sollten dort sein. Warte mal, oder ich probiere es mal hier seitlich. Da scheint es hoch zu gehen. Ich wollte schon gerne wissen, was da oben ist. Okay, das sagt man eigentlich nur hier rein. Sind hier irgendwelche Gegner? Ich sehe jetzt keine. Ach so, der Bambusstand. Nee. Nee. Leute, das mache ich dann offscreen. Ich habe schon mal probiert gehabt. Es geht schon, aber das. Ich brauche da ein bisschen länger für sowas. Die ganzen Tasten da in der richtigen Reihenfolge und ziemlich schnell hintereinander drücken. Vor allem sind es ja nicht nur drei, es sind glaube ich 6 oder 7 Tasten. Das mache ich mal offscreen dann. Ich weiß gar nicht. Ist das für die Platin-Trophy? Braucht man das für die Trophäe? Ist das relevant oder nicht? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, Suche in Komatsus Schmiede nach Yuna und Taka. Okay, wir sind auf jeden Fall in einem mongolischen Gebiet. Das heißt, hier werden ein paar Gegner sein. Komisch ist, dass es ziemlich leer aussieht hier. Als wenn es irgendwie ein Hinterhalt ist oder so. Oder die tummeln sich irgendwo auf einem Fleck, aber das kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay. Wir schauen, dass wir erstmal hier ein bisschen was mitnehmen. Ich brauche auf jeden Fall wieder Vorräte. Wir haben fast nichts mehr. Ja, gehst du runter? Okay, wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß ja nicht, ob ich die einfach ausschalten kann. Das ist dein Kampf.
zum Tabak! Wieder nicht hoch. Nein, was ist das für ein Trick? Yuna, bist du das? Jin! Okay. Da bist du ja. Was ist hier passiert? Wo ist Taka? Versteckt sich mit den Überlebenden. Die Mongolen kamen vor ein paar Tagen. Sie nahmen Gefangene und töteten jeden, der sich gegen sie stellte. Jetzt kommen sie zurück, um ihr Werk zu vollenden. Das werden wir verhindern. Das waren nur Späher. Der Haupttrupp kann nicht weit entfernt sein. Dann müssen wir weg. Jetzt! Wir können die Stadt halten. Was? Wir brauchen Komatsus Schmiede und die Einwohner. Aber wenn du willst, dann geh. Nein. Ich laufe nicht mehr fort. Bring mich zu den anderen. Okay. Hammer und Schmiedefeuer. Wie viele Überlebende gibt es? Ein paar Familien. Zumeist Bauern und Schmiede. Nicht sehr kampferprobt. Was ist mit deinem Bruder? Er könnte keiner Fliege etwas antun. Das bleibt aber unter uns. Wieso seid ihr so verschieden? Gib mir später einen aus. Vielleicht erzähle ich's dir. Ich habe hier draußen Menschen in Sicherheit gebracht. Eine wurde hier von Mongolen gefasst. Schaut schon cool aus. Sie lebt. Bin ich sicher? Fürs Erste sind die Mongolen weg. Wir gehen zur Schmiede. Bei uns seid ihr sicherer. Kommt mit. Ich muss mir das später nochmal in Ruhe anschauen, die Stadt hier. Mal jedes Haus durchkämmen. Funktioniert die Schmiede? Ja, aber wir können sie nicht entfachen. Der Rauch würde uns verraten. Den Mongolen zeigen, wo wir sind. Damit können wir sie anlocken. Dann müssen sie auf unserem Boden kämpfen. Mit dir rechnen sie hier nicht. Coole Stadt auf jeden Fall. Jetzt lauf doch mal, komm hier, Mädchen. Wir sind hin. Ist auf jeden Fall irgendwie Vorräte oder so. Taka. Ah, da ist was. Ich bat die Götter, euch beide zu beschützen. Ich danke euch. Aber ich ersuche eure Hilfe. Yuna sagte, ihr bräuchtet etwas. Ein Werkzeug? Zur Rettung des Fürsten. Er ist gefangen auf Burg Haneda. Und ich muss ihn befreien. Leise. So, dass niemand es merkt. Hier gibt es eine Schmiede. Und ihr seid Schmied. Der Beste. Ich könnte etwas anfertigen. Doch es bleibt keine Zeit. Die Mongolen... Ich werde ihn Komatsu nicht überlassen. Wir bleiben. Und kämpfen. Ich brauche meinen Gehilfen, Yukio. Wir wurden getrennt. Wo ist er? Ich glaube, er suchte nach seiner Frau. Nein. In der Stadt. Ich finde Yukio. Yuna, bereit für den Kampf? Das ist sie immer. Okay. Hier ist ein Haufen Zeug, hä? Finde Yukio. Yukio! Kann man hier reinkriechen? Ja, kann man. Hier gibt mir einen Haufen Mats.
Okay. Sorry, Leute, dass ich nicht gleich nach dir Yukio suche, aber ich würde mir gerne noch ein bisschen was holen. Geh halt da. Hier ist bestimmt noch irgendwie was versteckt oder so. Oder auch nicht. Nee. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir sie finden. So weit kann sie ja nicht weg sein. Yukio! Yukio? Ja? Taka braucht Hilfe in der Schmiede. Kommt mit. Wartet! Meine Frau und ihre Schwester sind am Flug. Nein! Führt mich hin. Schnell. Hier lang. Bleibt bei mir und tut, was ich sage. Hilf Yukio, seine Frau zu retten. Wer ist dieser Mann? Frag du ihn. Verstecken. So viel Blut. Lauft weiter, schnell. Die Mongolen haben sie. Bleibt hier. Rette die Bauern. Yukio schickt mich. Er lebt. Folgt mir. Taka braucht euren Gemahl. Mutsu, meine Liebe. Yukio, ich dachte, du wärst tot. Alles in Ordnung? Er kämpfte wie ein Tier, wie ein Dämon. Okay. Nur wenn ich gegen Mongolen kämpfe. Wir gehen zur Schmiede. Bleib bei uns. Ein Bogenschütze!
wir hier hoch? Okay, sieht doch gut aus. Da leben zwar noch ein paar, aber okay. Yukio! Er hat uns gerettet, Taka! Danke, mein Herr. Kein Problem. Die Mongolen sind hier. Wo ist Yuna? Sie wollte eine Familie aus dem Haus am anderen Ufer holen. Sie ist Mei, was machen die denn? Entfacht das Feuer erst, wenn wir zurück sind. Könnt ihr nicht mal einfach da bleiben, wo... Okay, finde Yuna. Okay, in die Richtung. Hey. Und der nächste kommt. Na, Yuna, was machst du denn? Hier rüber. Wir können die Schmiede entfachen. Taka meinte, du suchst eine Familie? Ich kam zu spät. Die Mongolen haben sie erwischt am anderen Flussufer. Diese Leute nahmen meinen Bruder damals als Lehrling auf. Dann lassen wir sie nicht zurück. Dann los. Okay, befreie die Geiseln. Samurai. Wo ist Samurai? Sag Wahrheit. Sonst. Freunde werden leiden. Wir können keinen Samurai. Vor deine Leute. Sie sind weg. Bitte, lass uns gehen. Genug still. Hört den Berger um. Oh, ernsthaft? Okay, eins. Zwei. Danke. Kein Problem. Vor die Idee. So, schauen wir doch mal hier. Warte mal. Ist hier was? Ah, da. Ihr habt uns gerettet. Der Kampf ist noch nicht vorbei. Schafft ihr es bis zur Schmiede? Ja, ich glaube schon. Bleibt alle dicht bei mir. Komplett voller Schlamm? Geil. Woher kam der denn? Okay. Eine lange Geschichte. Zurück zur Schmiede. Wie er sie getötet hat. Das ist kein Mensch.
Vielleicht. Da werden wir wahrscheinlich wieder 3000 Feinde sein. Ah, da kommen sie schon. Können wir nicht hier irgendwo rangehen? Können wir vielleicht ein bisschen umgehen? Vielleicht können wir irgendwie außen rum oder so. Überall die ganzen Leichen hier. Schaut gut aus. Wo sind sie denn? Okay, sie sind da. Okay, sind wir eh schon da. Ich muss noch mal schauen, da hinten habe ich was leuchten sehen. Genau. Sprich mit Yuna, Taka. Den Göttern sei Dank. Entfach das Feuer, Taka. Was ist mit den Mongolen? Diesen Ort werden sie nicht zerstören. So haben wir die Chance, alle zu töten. Wenn sie uns nicht zuerst töten. So oder so. Werden wir hier kämpfen. Okay. Da sind sie eh schon da. Mongolen sind in der Schmiede. Wir müssen was tun. Die Schweine sind in der Schmiede. Wir müssen sie treffen. Wo denn? Was ist denn hier? Bogenschützen! Sie umzingeln die Schmiede! Wir müssen sie töten! Sie aber keinen. Auf jeden Fall keine. Come on.
Besiege den Kriegsherrn. Geile Sache. Und ciao. Yeah, baby. Oh, das Blut ging aber gut runter. Ich habe noch keinen Samurai so kämpfen sehen. Ja, ist klar. Das war gar nichts. Du bist mehr als ein Samurai. Er ist ein rachgieriger Geist, dem Grab entstiegen, um die Mongolen zu töten. Der Geist. Wo verstecken wir uns? Gar nicht. Befeuert eure Schmiede. Und fertigt wieder starke Komatsu-Waffen an. So schlagen wir zurück. So retten wir Fürst Shimura. Rachgieriger Geist. Ihnen hat's gefallen. Sehr schön. Hammer und Schmiedefeuer abgeschlossen. Burg Kaneda. Ich las, die Samurai folgen einem Weg der Ehre. Nur einer der vielen Unterschiede zwischen uns. Warum finden dann meine Männer ihre Brüder rücklings erstochen auf? Fürst Sakai würde nie zu solchen Taktiken greifen. Krieg bringt unser wahres Ich hervor. Er machte euch zum Hund, der auf Befehl eures Vetters Kublai vergewaltigt, raubt und plündert. Euer Neffe weicht vom Pfad des Kriegers ab. Er wird zu dem, was ihr hasst. Außer ihr schließt euch meinem Kampf für den Frieden an. Ihr wollt keine Verbündeten. Ihr wollt Soldaten, um den Shogun zu stürzen. Überlegt es euch. Helft eurem Neffen, seine Ehre wiederherzustellen, bevor seine Feigheit zu weit geht. Und bevor ich euch seinen Kopf bringe. Ta. Larry Dog. Ich kann meinen Onkel erst befreien, wenn Taka sein Werk vollendet hat. Mal sehen, ob Yuna etwas Neues weiß. Okay, Leute, aber ob Yuna was Neues weiß, das schauen wir uns erst in der nächsten Folge an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Wird gerade richtig spannend, muss ich sagen. Story ist echt cool. Und langsam haut es auch mit Kämpfen mal hin bei mir. Also zum Anfang war es ein bisschen unkoordiniert alles, aber es wird schon langsam besser. Genau, Leute, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bleibt auf jeden Fall dran. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir ruhig ein Däumchen. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Reingehauen. Euer Andi.